Hallo und herzlich willkommen zu Good Morning Vibrations, einem Format des digitalen TV-Channels der deutschsprachigen Ausgabe von Forbes. Ich bin Andrea Gläsemann, leitende Redakteurin, und ich freue mich, mit euch in den Tag zu starten. Nach dem Motto The Morning Makes the Day, Diversity Makes the Difference treffe ich hier die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, spreche mit ihnen über ihre Karriere, was sie erfolgreich macht und was wir von ihnen lernen können. Ich freue mich, heute nicht nur einen, sondern zwei Gäste begrüßen zu dürfen, nämlich Susanne Mitschke und Patrick Renner von Citrus Labs. Susanne ist CEO, Patrick COO, und mit Citrus Labs suchen sie für Forschungseinrichtungen Patienten. Denn, was viele vielleicht nicht wissen, Forschungseinrichtungen verfehlen oftmals ihr Rekrutierungsziel, und das bedeutet, dass Studien nach hinten verschoben werden müssen, also zeitlich. Und gerade in Zeiten von Corona ist natürlich wichtig, dass die Studien zeitlich begonnen werden können. Es freut mich, dass ihr heute hier seid, Susanne und Patrick. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Andrea. Vielen Dank für die Einladung. So, wenn ihr schon mal reingeschaut habt in meine Session, dann wisst ihr, dass ich, bevor ich mit dem Thema anfange, immer frage, ob ihr eine gewisse Morgenroutine habt, denn es gibt ja die allgemeine Annahme, dass erfolgreiche Menschen am Morgen eine gewisse Routine haben. Ja, also ich glaube, meine Routine sollte man so eher nicht nachmachen. Keine so gute Routine. Also wenn ich aufstehe, dann geht der Griff erstmal zum Handy und dann werden Nachrichten gecheckt, E-Mails gecheckt, Slack gecheckt, wird geschaut, wo das Team gerade Hilfe braucht und wird schon mal gleich losgearbeitet. Das ist wahrscheinlich nicht so optimal. Danach natürlich Zähne putzen, dann, wenn es geht, wenn es der Kalender zulässt, Sport und sonst dann sofort ins Büro. Ja, ich versuche meistens dann immer Sport zu machen. Wir leben ja hier in Los Angeles, das heißt relativ nah am Strand, und ich versuche meistens entweder spazieren zu gehen am Strand oder dann doch joggen zu gehen, je nachdem, wie die Tagesform so ist. Das klingt super mit Strand und joggen gehen. Da beneide ich euch jetzt ein bisschen. Wenn wir schon beim Thema sind, ihr seid ja gerade in Kalifornien, in Los Angeles. Wie ist denn die aktuelle Lage? Wie verbringt ihr euren Tag? Es ist, glaube ich, weniger schlimm, als man so liest in deutschsprachigen Zeitungen. Bei uns ist eigentlich alles relativ entspannt. Die Strände sind momentan leider zu. Also keiner kann momentan an den Strand gehen, offiziell. Ich glaube, wir werden aber, Patrick, soweit ich weiß, werden morgen wieder aufmachen. Morgen, ja, endlich. Super, ja. Genau. Aber sonst natürlich sehr viel in der Natur verbringen wir, natürlich auch sehr viel im Büro, aber sonst ist eigentlich alles relativ entspannt, und vor allem in Los Angeles ist momentan sehr wenig Verkehr, was eine sehr gute Abwechslung ist. Jetzt seid ihr ja aus Deutschland und habt in Schottland studiert und euch dann dazu entschieden, in Amerika ein Unternehmen zu etablieren. Warum Amerika und wie gründet man erfolgreich ein Unternehmen dort? Ich meine, bei uns war das relativ interessant, weil wir haben ja, wie du schon sagst, in Schottland studiert, und die erste Firma, die wir gegründet haben, war eigentlich in Schottland. Das heißt, die erste Mindmade-Idee sozusagen hatten wir in Schottland, haben dann auch wirklich das Unternehmen in Schottland gegründet. Wir haben dann aber schnell gesehen, dass der Markt für uns dann eher in Nordamerika ist, anstatt in Europa, und dann haben wir den Schritt dann gewagt. Es war relativ schwierig, um ehrlich zu sein, weil da kommen Dinge auf einen zu, die man gar nicht so auf der Agenda hat, wie zum Beispiel Visa. Wenn man aus Europa ist, kann man einfach nach Österreich, nach Deutschland, überall hingehen. Aber wenn man dann den Schritt machen will, muss man sich erstmal dann einen Anwalt nehmen, um dann dort arbeiten zu können. Das war ja relativ schwierig. Aber an sich würden wir den Schritt, glaube ich, nochmal so machen. Jetzt hast du ja schon eigentlich was Wichtiges gesagt. Ihr habt ein Unternehmen gegründet, das hieß MindMate. Und MindMate hatte eigentlich das Ziel, oder hat das Ziel, es gibt ja immer noch die App, älteren Menschen oder Menschen mit Gedächtnisschwierigkeiten zu helfen, das Gedächtnis zu trainieren. Und jetzt heißt euer Unternehmen Citrus Labs. Und meine Frage an euch, wie kamt ihr auf die Idee von MindMate und was war dann der Prozess, dass ihr euch entschieden habt, okay, es gibt ein Rebranding, wir heißen Citrus Labs und wir helfen jetzt auch Forschungseinrichtungen, um Patienten für die Studien zu bekommen? Genau, also wir haben ja noch einen dritten Mitgründer, den Roger, der ist unser CTO, das ist der Tech-Guy. Und er hat 7 Jahre für seinen Großvater gepflegt, der Alzheimer hatte. Und so kamen wir auf die Idee von MindMate, da es momentan eigentlich keine wirkliche Technologie gibt, die eben Menschen mit Gedächtnisproblemen hilft. Das ist natürlich ein großes Problem jetzt gerade, auch in der Zeit, wo sehr viele Leute Smartphones benutzen, auch sehr viele ältere Leute Smartphones benutzen, dass sie dann eben nicht mehr quasi in ihrer Routine drin sein können, zum Beispiel noch weiter Apps zu benutzen. Nur jetzt mal so als Beispiel.
Und natürlich muss man als Unternehmen, auch als App-Unternehmen, muss man ein Businessmodell haben. Also die Zeiten von, wir haben jetzt Millionen von Nutzern und keine Ahnung, wie wir Geld machen, aber unsere Nutzer sind so viel wert. Ich glaube, die Zeiten sind inzwischen rum. Und demnach waren wir auch wirklich sehr lange auf der Suche nach einem passenden Businessmodell, nach einem passenden Geschäftsmodell. Wir haben sehr viele Sachen ausprobiert. Wir haben auch an Altenheime zum Beispiel die App verkauft. Dann haben wir versucht, Subscriptions zu machen. Wir haben versucht, In-App-Purchases zu machen. Das hat alles nicht so funktioniert, wie wir das wollten. Dadurch aber, dass wir uns eine relativ große Nutzerzahl aufgebaut hatten, kam es dann so, dass Pharmaunternehmen auf uns zugekommen sind, die eben uns erklärt haben, dass sie sehr große Probleme haben, vor allem im Bereich Alzheimer und Demenz, Patienten zu finden, die an klinischen Studien mitmachen. Und so sind wir dann, ich glaube, vor 4 Jahren reingerutscht in die Patientenrekrutierung. Was sind denn die Gründe? Also warum finden Forschungseinrichtungen ihre Patienten nicht? Und warum findet ihr die? Weil ihr schon eine große Database hattet? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also momentan... Oh ja, Tarik. Du kannst auch gerne machen. Die Frage. Okay. Momentan ist es so, dass 86% der klinischen Studien eben nicht die Zahl an Patienten bekommen, die sie eigentlich bräuchten, was eben ein großes Problem darstellt. Vor allem in den USA braucht man FDA-Approval, also Food and Drug Administration-Approval, damit quasi alles auf das neue Medikament eben auf den Markt kommen kann. Und das Problem damit ist eben, dass momentan relativ, vor allem im Bereich Alzheimer, sehr wenig auf den Markt kommt, weil eben nicht genug getestet werden kann an Patienten, das heißt Daten fehlen. Und das Problem, warum die Leute es nicht finden, ist, dass Marketing-Agencies sind momentan der Vorreiter, quasi, wenn es um Patientenrekrutierung geht. Und natürlich, wenn man in den USA mal war, da ist eine Werbung nach der anderen im Fernsehen für verschiedene klinische Studien. Auch im Radio kommt ständig hier, klinische Studie da. Und vor allem jetzt im Alzheimer-Bereich, so viele Leute sehen das halt nicht und rufen dann die Forschungseinrichtung an und sagen dann, hey, ich habe Alzheimer, ich möchte da gerne mitmachen. Sondern da muss man dann eben spezifischer wirklich schon eine Beziehung haben mit den Leuten. Und was eben noch dazu kommt, ist, dass viele Leute wissen nicht, worauf sie sich einlassen, wenn es um klinische Studien geht. Die meisten Leute denken, dass man quasi ein Versuchskaninchen ist, wenn man bei einer klinischen Studie mitmacht. Das Schlimmste ist, dass man sterben kann, quasi durch irgendwelche Nebenwirkungen. So extrem ist es nicht. Also die Medikamente, die Behandlungsmöglichkeiten quasi sind alle schon getestet. Die wurden meistens schon getestet an Tieren. Dann wurden sie im Labor natürlich weiter getestet. Und ich denke, viele Leute haben auch einfach Angst, bei sowas mitzumachen. Und wir helfen den Leuten eben durch Aufklärung, ein bisschen mehr auch über klinische Studien zu erfahren und die dann eben wirklich explizit basierend auf ihrer medizinischen Geschichte quasi auf die richtigen klinischen Studien zu matchen. Jetzt ist natürlich ein großes Thema, wenn es um Gesundheit geht und Datenpreisgabe, eben Gesundheit der Daten. Wie schafft ihr denn da eine Atmosphäre, dass die Leute sagen, ja, ich melde mich jetzt an, ich gebe darüber Auskunft, genau, was mein Leiden ist? Also ja, wie macht ihr das? Also es ist ganz wichtig für uns, dass der Patient immer die volle Kontrolle hat, auch über alle Daten, die er sozusagen in der App dann preisgibt. Und wenn ich jetzt ein Alzheimer-Patient wäre und der die Mindmap benutzen würde, würde ich nach einer gewissen Zeit ein Pop-up bekommen mit der Anfrage, dass wir eine Studie für Sie oder für ihn gefunden hätten, basierend auf den Daten, die wir in der App haben. Es können Spiele sein, es können aber auch andere Dinge sein in unserer App. Und daraufhin füllt der Patient dann einen sogenannten Pre-Screener aus, der dann sozusagen dann dazu benutzt wird, ihn zu qualifizieren für die Studie. Und daraufhin muss der Patient dann nochmal angeben, wann ein guter Zeitpunkt wäre, dass der Forscher und die Forscherin ihn erreichen könnte. Und erst wenn er dann dreimal sozusagen auf OK klickt, werden die Daten dann schlussendlich weitergegeben. Und daraufhin wird dann sozusagen ein Telefongespräch ausgemacht mit der Forschungseinrichtung, wobei dann der Patient nicht schon automatisch sozusagen in der Studie ist, sondern wirklich noch die volle Kontrolle hat, auch dann noch Nein sagen zu können an jedem Zeitpunkt. Ja, man kann also nicht einfach so reinrutschen. Nee. Und der Patient kann auch zu jeder Zeit sagen, dass er oder sie jetzt gerne nicht mehr in der Studie sein möchte, auch wenn er schon drin ist. Mhm. Und gerade jetzt befinden wir uns in einer globalen Pandemie und
die Suche nach dem Impfstoff läuft schon eine geraume Weile. Und ihr leistet ja auch euren Beitrag. Wie erfolgreich wart ihr denn bisher mit der Rekrutierung von Patienten und wie weit sind denn auch schon die Studien, die ihr da unterstützt? Ja, also insgesamt haben wir, abgesehen von Corona, an über 200 klinischen Studien mitgemacht, mit rekrutiert. Bei Corona, bei Covid-19 arbeiten wir gerade an drei verschiedenen Arten von Studien. Die eine Art ist eben, Behandlungsmöglichkeiten zu finden für Leute mit milden Symptomen, mit verschiedensten Medikamenten, die ich alle nicht aussprechen kann. Die zweite Sache ist eben, dass wir Leuten helfen bei der Prävention, also dass es da darum geht, eben Medikamente, Präventionsmedikamente quasi zu untersuchen für Leute in quasi Risikogebieten, wenn jemand zum Beispiel mit einem Corona-Patienten zusammenwohnt. Und das dritte ist tatsächlich Impfstoff. Und hier gibt es auch zwei Schienen. Die eine Schiene ist eben mit Lebensviren zu arbeiten und die andere Schiene ist mit DNA-Strängen zu arbeiten, was momentan scheinbar den Wissenschaftlern als etwas sicherer, die Wissenschaftler empfinden das als sicherer momentan mit DNA zu arbeiten, anstatt mit Lebendviren quasi. Was sehr, sehr schön ist auch nochmal Susannes Punkt ist, dass von der User-Seite her wir extrem viel Interesse haben von Leuten, die wirklich gerne mitmachen wollen bei den Studien. Es ist wirklich schön zu sehen, dass wir sozusagen alle zusammenhalten und wirklich dann hoffentlich bald was finden werden. Stichwort Impfstoff und hoffentlich bald was finden. Wie optimistisch seid ihr denn? Wird es bis Ende des Jahres einen Impfstoff geben? Ich denke ja. Also wenn man sich die letzten Forschungsergebnisse so anschaut, vor allem Oxford ist ja relativ weit vorne, habe ich glaube letzte Woche erst gesehen. Also ich denke wirklich, wir sind relativ nah dran, wahrscheinlich Ende des Jahres, wenn wir Glück haben. Fingers crossed. Jetzt erlebt ja die Wissenschaft durch die Pandemie sozusagen eine Renaissance. Was würdet ihr denn sagen, ist die Wissenschaft der Grundpfeiler einer gut funktionierenden Wirtschaft und Gesellschaft? Und wurde Wissenschaft in den letzten Jahren oder Jahrzehnten zu stiefmütterlich behandelt? Ja, also ich persönlich denke schon, dass wahrscheinlich zu stiefmütterlich behandelt wurde, weil wir nehmen alles so hin, ne? Also wir haben viele Impfstoffe, wir haben viele Krankheiten schon ausgerottet. Niemand muss mehr an der Grippe zum Beispiel sterben oder sogar an Durchfall sterben. Was ich glaube, im 1900 bis 1905 sind die meisten Leute an Durchfall gestorben, was ich wirklich sehr sehr krass fand. Und ich glaube, wir nehmen das alles ein bisschen so hin für selbstverständlich. Und jetzt mit einem komplett neuen Krankheitsbild kommt es eben jetzt mehr voran. Was wir auch sehen, ist, dass sehr viele Pharmafirmen werden ja immer so dargestellt als die bösen Leute, quasi die nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen von irgendwelchen Leuten. Aber Pharmafirmen machen eben auch sehr viel Forschung und wir arbeiten jetzt nicht nur mit sehr großen Pharmafirmen zusammen, sondern auch mit kleinen Biotech-Unternehmen und was da so vorangeht, jetzt auch nicht nur bei Corona, sondern auch bei anderen Krankheitsbildern. Das ist schon sehr spannend und ich glaube, Patrick ist da auch ein kleiner Geek, vor allem was neue Medical Devices angeht von Biotech-Unternehmen. Ja, wirklich. Ich habe letztens erst so einen Ring ausprobiert. Ich glaube, der ist Aurora-Ring oder sowas und den zieht man einfach nachts an zum Beispiel und der trackt deine sozusagen Körpertemperatur über die Nacht und kann uns voraussagen, ob du sozusagen dann die nächsten 2-3 Tage krank wirst. Ich denke, mit solchen Smart Devices können wir wirklich viel machen. Und ja, ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich, vor allem, wenn man die Daten dann mit der Wissenschaft kombiniert. Ja, jetzt gibt es ja sehr viel, wie du schon gesagt hast, Potenzial für die Zukunft von solchen Devices und die Zukunft von der Gesundheit dann. Und genau, jetzt seid ihr nicht nur mit einem Fuß in der Wissenschaft, ihr seid ja eigentlich hauptsächlich auch Unternehmer und im Social Business. Was würdet ihr sagen, wird der soziale Aspekt in Unternehmen durch Corona nochmal ein bisschen geboostet? Und bewegt sich vielleicht die Wirtschaft mehr in Richtung Gemeinwohlökonomie in Zukunft? Ja, ich würde es wirklich hoffen, aber ich bin leider etwas skeptisch. Ich habe gestern erst wieder gesehen, dass Disneyland nach einem Tag komplett ausverkauft war wieder. Also ich denke leider, dass wir nicht so viel daraus gelernt haben aus der ganzen Sache. Aus Unternehmersicht denke ich wirklich, dass jetzt die Krise gezeigt hat, dass wir mehr Unternehmen brauchen im Social-Bereich. 100%. Und hoffentlich haben Investoren auch gelernt, dass solche Firmen auch dann Funding brauchen, weil wir hatten wirklich immer eine schwierige Zeit, Geld aufzunehmen. Als wir mit MindMate gestartet haben, super schwer.
App für alte Leute mit Alzheimer war super schwer. Und selbst Citrus Labs ist relativ schwer, weil dann Patient Recruitment mit Apps ist auch nicht gerade so sexy. Das heißt, ich hoffe, dass Investoren dann auch ein bisschen gelernt haben aus dem Ganzen. Mit Blick auf die Uhr würde ich gerne mich nochmal bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt für die 15 Minuten. Und es war wirklich spannend mit euch. Da könnte man noch viel länger drüber sprechen. Und jetzt an dieser Stelle würde ich die Gelegenheit gerne nutzen, meinen nächsten Gast vorzustellen. Denn morgen wird Sarah Chen zu mir bei Gast sein in dieser Session. Sarah Chen hat mit 22 Jahren das Unternehmen ihres Vaters in Asien übernommen, ist aber mittlerweile in Washington DC und hat den Billion-Dollar-Fonds für Frauen gegründet, weil sie ist Risikokapitalgeberin und möchte eben verstärkt Frauen unterstützen. Wir werden darüber sprechen, wie Gewinn bringt, Diversität ist und auch, wie man große Herausforderungen erfolgreich meistert, nach dem Motto, the comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. Und wenn ihr nicht bis morgen warten wollt, dann würde ich euch noch die anderen Formate empfehlen, die heute noch kommen, denn um 11 Uhr wird unsere Herausgeberin Heidi Eichner auf Katharina List-Nagel treffen. Sie leitet das Unternehmen F-List und F-List stellt Interieur her für Yachten, für luxuriöse Residenzen und Business-Chats und sie sprechen über Zukunft und Zuversicht. Um 2 Uhr gibt es ein Format mit meinem Kollegen Niklas Hintermeier und zwar Political Economy und er wird über mit Loretta Napoleoni sprechen. Sie ist Journalistin, aber auch Analytikerin. Und um 4 Uhr geht es spannend weiter mit meiner Kollegin Chloe Lau, denn sie wird auf Tichono Naran treffen. Tichono Naran hat Global Digital Women gegründet, eine Organisation, die die Welt diverser und digitaler machen möchte. Sie werden aber nicht per se über Diversität sprechen, sondern über Personal Branding, weil Tichono dazu ein Buch geschrieben hat, das bald rauskommt. Um 17.30 Uhr gibt es dann unseren Chefredakteur Klaus Ferler. Er wird mit Weichen Steif, dem CEO von N26, sprechen. Und N26 gilt als das wertvollste Startup in Deutschland und hat verkündet, im Januar die 5 Millionen Kundengrenze überschritten zu haben. Und das ist aber nur ein Meilenstein auf dem Weg zu einer ganz großen Vision. Und was das sein wird oder was das ist, das besprechen sie um 17.30 Uhr. Und um 18.30 Uhr spricht dann Klaus Ferler mit dem Herausgeber mit der spanischen Ausgabe von Forbes, nämlich Andres Rodriguez. Und in diesem Sinne würde ich sagen, geht es hier morgen weiter. Nochmal danke an Patrick und Susanne, es war wirklich interessant. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und ja, schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt Good Morning Vibrations.